Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu der letzten Folge 4 Gerichte, die jeder von euch kochen kann. Und wie schon im letzten Video erwähnt, gibt es heute das einfachste Gericht und das ist Pizza-Sandwich, Leute. Genau, Pizza-Sandwich, was kann man sich darunter vorstellen, werde ich euch gleich in meinem Video zeigen. Ich habe hier einige Sachen vorbereitet, also gekauft, die wir benötigen. Zutaten, Mengenangaben unten in der Beschreibung. Und hier haben wir einmal Pizzateig, frischen, fertigen Pizzateig, ja, erkläre ich auch gleich warum. Das Gericht soll ja einfach, günstig und schnell sein, ja. Wer noch nicht gesehen hat, ich habe Pizza, Selfmade Pizza schon gemacht. Einfach mal runter scrollen und dann findet ihr ein Video, Selfmade Pizza vs. Bestellpizza an der Stelle. Dann habe ich hier Mozzarella gerieben, einmal frische Mozzarella im Stück, klassische Salami geräuchert, finde ich passt gut, Cherrytomaten, Paprika edelsüß, ihr kennt es ja, von mir, muss sein, ja. Habe ich woanders vergessen. Oregano und meine klassische fertige Pizzasoße pikant und ein bisschen ein extra Röstzwiebeln. So, das Ganze werden wir jetzt gleich zubereiten. Zubereitungszeit ist höchstens 10 Minuten. Dann muss das Ganze für 20 Minuten in den Ofen. Also sind wir bei 30 Minuten. Aber die Zubereitung ist so einfach, das werdet ihr gleich sehen, dass es mein einfachstes Gericht ist von allen vieren. Und ja, an dieser Stelle kann ich mich nur noch mal wiederholen. Das Feedback, auch jetzt vom letzten Video, war wieder heftig, Leute. Wirklich. Geht auf jeden Fall lieber raus. Und ich würde sagen, dass, wenn das Format jetzt zu Ende ist, das nächste Video, wie schon erwähnt, Selfmade Asia vs. Bestell Asia. Seid auf jeden Fall gespannt. Ich bin selber auch gespannt, weil asiatische Küche habe ich noch nicht so viel gekocht. Ja, also habe ich schon, aber ist so ein bisschen Neuland auch für mich. Und ja, da will ich nicht weiter rumreden, Leute. Und ihr kennt es von mir. Wir sehen uns gleich bei der Kochcam. So Leute, herzlich willkommen zu meiner mobilen Kochcam. Ja, der Azad hilft mir wieder erstmal. Danke an dieser Stelle. Damit ihr auch seht, was ich hier mache von nahen. Und zwar, wie eben schon am Anfang gezeigt, haben wir hier fertigen Pizzateig. Ich habe hier einiges vorbereitet. Die Salami, die Cherrytomaten in Hälfte geschnitten, Butter schon geschmolzen. Und jetzt werde ich ein bisschen Mehl auf den Boden kippen, damit wir einfach damit besser arbeiten können. Boden? Auf die Fläche, auf die Fläche. Und dieser Pizzateig ist schon fertig, ist auch eingerollt auf Backpapier. Und ich wollte noch sagen, Leute, ich habe heute kein Backpapier, deswegen arbeite ich mit Alufolie, aber jetzt habe ich Backpapier. So, einfach aufrollen. Man muss nichts Großartiges mehr machen. Ist schon alles fertig. Es geht ja auch darum. So, jetzt werde ich mir das aber einmal hier rausholen. So. Also abziehen. Ist das hier? Ja, ja. Das ist hier. So. Das brauchen wir gleich. Das Backpapier. Und zwar, wir wollen das ja füllen. Und dafür müssen wir noch einiges tun. Everyday hustle. Und zwar werden wir jetzt, ist ganz einfach, pass auf Leute, anfangen mit der Pizzasoße. Fertige, einfach in die Mitte tun. Achso, das ist Pizza, korrekt. Kann man auch großzügig sein auf jeden Fall. Kennst ja von mir. Übertreibst gerne mit dem Käse. Übertreibst manchmal. Lieber ein bisschen mehr wie zu wenig. Dann werden wir als allererstes direkt eine Schicht Salami drauf tun. Ich habe jetzt so milde Gewürze, ihr könnt auch Pikante nehmen, Peperoni, Salami kann ich empfehlen, die ist sehr lecker, wenn man gerne ein bisschen scharf isst. Ist die scharf? Ne, ne, die ist ganz leicht pikant, also die ist wirklich nicht zu scharf. So, dann werden wir jetzt unser Stück Mozzarella nehmen, das werden wir einfach so reißen und hier verteilen, das braucht ihr nicht schneiden, ihr könnt es auch schneiden, ich reiße gerne die Mozzarella so, hat man ein bisschen mehr davon an gewissen Stellen. Gefällt mir. Schön an die Seite. Alle, die jetzt sagen, ich mache eine Galzone, nein, das ist keine Galzone. Eine Galzone wird anders zubereitet, so ähnlich, aber anders. Deswegen also nicht an dieser Stelle, dass ihr sagt, ich nenne es eher Pizza-Sandwich, weil es wird gleich aussehen wie ein Sandwich. Deswegen. So, könnt auch ein ganz, also das ganze Stück benutzen, ja, schön großzügig mit der Mozzarella sein für die Füllung. So. Was haben wir? Dann werde ich jetzt ein paar Tomaten nehmen. Sieht deine Kamera zum Anbeißen aus. So rein tun und jetzt nochmal eine Schicht Salami. Und dann haben wir eigentlich die Füllung auch schon fertig. Ihr könnt auch gerne wahlweise mit Thunfisch arbeiten, mit vielen anderen Sachen.
je nach Bedarf, was euch am liebsten schmeckt, Leute. Ne? Ich mag am liebsten Salami-Pizza mit Mozzarella und Tomaten und deswegen mache ich das jetzt so. So, zack, zack, werde ich noch drei außen machen, damit das auch hält. Jetzt werden wir das Ganze zu einem Sandwich machen. Und zwar schneiden wir uns hier so Dinger rein und klappen das einfach so drüber. Zack. Das sind Pizzabrötchen, oder nicht? Really? Und kippen das so drüber. So. So in der Art, genau. Ich nenne es aber Sandwich. Man kann dazu auch. Boah, ich hab einfach ein Konzept gefunden. Brötchen sagen, naja, alles gut. Ich sag ja, andere würden jetzt in den Kommentaren auch schreiben. Deswegen, Leute. Nenne ich es Sandwich. Ich könnte es auch Pizzabrötchen. Pizzabrötchen nennen. Aber Pizzabrötchen sind ja kleine Brötchen. Und deswegen, und wir machen hier kein Brötchen. Und dann nehmt ihr jetzt immer, klappt ihr das so drüber. Zack. 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 Von einer Seite zur anderen. So. Hier könnt ihr das einmal so machen, damit es nicht später ausläuft, ja? Zack. So. Jetzt werden wir oben das Ganze bestreichen mit Butter und Oregano. Ich habe jetzt keinen Pinsel heute. Ihr kennt es ja aber bei mir, ich improvisiere immer. Bekommt ihr einmal. So, ganz normal Butter, Oregano drüber streuen. Butter? Ganz normal Butter und Oregano, ja. Jetzt kommt nochmal, pass auf, erstmal die Salami. Deswegen auch Sandwich. Das ist richtig. Hefezopf. Und jetzt? Ja, so ähnlich, genau. Jetzt nehme ich noch ein bisschen geriebene Mozzarella. Kommt oben drauf. Großzügig sein. Niemals beim Käse sparen. Hä? Niemals beim Käse sparen. Genau. Und mein Tipp: Den Fehler habe ich gemacht, den Fehler solltet ihr nicht machen. Bereitet es schon auf dem Tablett zu. Ja? Weil jetzt muss ich das Ganze heben und drauf tun und das wird ein bisschen kompliziert. Und dann bereitet es hier drauf zu und dann könnt ihr es direkt reinschieben. Ich muss jetzt ein bisschen hier Spirenzchen machen. Aus Fehler lernt man. Ohne Ende. Also müsst ihr wissen, ich weiß mir immer zu helfen. So. So, Leute, nach einigen Komplikationen. Warum machst du jetzt einen Film draus? Nach einigen Komplikationen habe ich es geschafft. Wie gesagt, an dieser Stelle bereitet es schon auf dem Tablett zu. Dann müsst ihr es nicht schieben, ist schwer hochzubekommen, weil der Teig lag jetzt auch schon ein bisschen länger draußen und war so schon zu weich. Ja? Aber wenn man eigentlich damit frisch arbeitet, geht's. Aber wie gesagt, macht es am besten so, dann seid ihr auf der sicheren Seite. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Und das werden wir jetzt für 20 Minuten bei zwischen 180 und 200 Grad unter Beobachtung für 20 Minuten im Ofen tun. Und dann haben wir schon unser Pizza-Sandwich fertig. Dann werden wir es anschneiden und probieren. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich wieder, Leute. So, Leute, wir hatten jetzt das Pizza-Sandwich für 15 Minuten im Ofen bei 200 Grad Umluft, ganz wichtig. Ich habe es jetzt rausgeholt. Wie gesagt, am Anfang macht nicht den gleichen Fehler wie ich. So, jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Es ist so schon vom Feinsten, aber bei mir muss ein bisschen Paprika edelsüß oben drauf. Vom Feinsten, ihr kennt es ja von mir. Dann die schönen, leckeren, knusprigen Zwiebeln. So, und ein bisschen grün. Aha. So, aber nur dezent, Leute. So, also Zubereitungszeit zwischen 5 bis 10 Minuten und dann haben wir das perfekte Pizza-Sandwich. So, ich werde es jetzt einmal ein bisschen einschneiden, damit wir auch sehen, wie das Ganze Leckere von innen aussieht. Ich würde das gerne probieren, aber ich bin wieder nackt. So, ich werde heute für euch probieren, Leute. So, komm mal her. Der Koch probiert selber. Das schaut sehr gut aus. Das ist der
der Käse. So, Leute. Und was sagt der Meister? Aha. Wie gefällt dir deine Kreation? Ich muss erstmal sagen, sehr heiß. Aber ganz ehrlich, ich habe es schon öfters gemacht. Er schmeckt so, wie es schmecken muss. Vom Allerfeinsten, Leute. Mir ging es ja in diesen ganzen Formaten darum, dass wir mit Fertigprodukten arbeiten, aber auch ein bisschen selbst mit reinbringen. Und die letzten drei Videos waren genau das. Dieses Video ist genauso, nur hier, habt ihr jetzt gesehen, ist es wirklich eine Zubereitungszeit von 10 Minuten und so simpel. Also ein Gericht zu vergleichen, sage ich mal, was genauso schwer ist, ist, wenn du Kellogg's nimmst, in eine Schale tust und Milch reinpust. Ja? Genau so eine Schwierigkeit ist dieses Gericht. Also an dieser Stelle, Leute. Ja, dann würde ich sagen, wir essen das jetzt gleich noch auf. Schönes, leckeres Mittagessen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und genau, das nächste Video, was euch jetzt erwartet, ist Asia Selfmade versus Asia bestellen. Ja, das wird das nächste Video. Ich werde jetzt ab Mittwoch erstmal für 4 Tage in meiner Heimat sein. Und wenn ich back bin, werden euch auch einige Steaks-Videos erwarten, ja, die ich dort drehen werde. Aha. Vom Feinsten. Wir gehen in Richtung Dry Age, Ribeye. Also Leute, auf jeden Fall wird es High Class. Glaubt es mir. So. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende und ihr kennt es von mir. Bis zum nächsten Video.